Der Gas ist dann immer noch hinter feindlichen Linien. Lachflash. Hinter feindlichen Linien gezielte Tötung, Vormarsch und geduldiger Jäger. Leute, ich weiß jetzt auch nicht, was der Carsten hat. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ist egal, ist ein Insider. Ist ein Insider. Gut. Komm ich mal zur Bewegung oder so. Ja. Ich überlege erst nochmal, wie geschickt ich meine Figuren stelle. Gut, die kann man noch nicht haben. Das konntest du nicht aufnehmen. Ich verpiss mich weiter. Ey, ich spiele eine mobile Tower Me. Ich bewege mich von links nach rechts. One for your life! Weiter nach hinten. Wollen die etwa die Station wieder besetzen? Möglich. Guck mal, ich bewege mich sogar nach vorne ganz mutig. Ich habe Angst, dass ich deine Mutter. Scheiße. Nicht, dass er nachher noch heißt, es gibt noch einen, der dein Modell hier umlockt. Ja. Da hast du dich aber großzügig mehr als 6 bewegt, ne? Warum, der vorderste? Ja, genau. Entschuldigung. Stimmt, die hintere Kante müsste da stehen. Ups. Ja. Normalerweise bin ich ja nicht so, aber wie selbstverständlich so hingestellt und dann wupp nach hinten gedreht. Das ist genau wie ich schon mal hatte. Guck mal, ich bewege mich 6 Zoll, ich habe ein Ziel und gar nichts über euch da. Alles klar, irgendwie bist du schon ganz weit gelaufen. Hm, ich mach das heute irgendwie richtig gut. Fuchs. Ja. Fuchs, ne? Mhm. So, Bewegung fertig, Dackern. Ja, womit fängst du an? Mit der Speer. Ja. Welch ein Wunder. Mhm. Auf dein hier Moped. Nein, der zählt nicht. Egal, was da rumkommt. 1. Ich kann dir auch schon sagen, was ich als nächstes mache. Ich überlade die Ionenbeschleuniger. Mhm. Ja. Nimm mein BF hoch und da kann ich das Ding hinten in den Arsch rein. Schießt du denn von da? Ist mir scheißegal. Jetzt ist die. Nein, ich dacke das Ding in die Seite rein. Mhm. Ich dacke das Ding auf jeden Fall oben drauf. Ja. 5. Bleibt drauf liegen. Ja. Nee, der hat 4. Der geht 1 Zoll, aber. Ja, das passt. Mhm. Stärke? 10. Stärke 10 mit 5 Zoll Schabung? 8. Hat einen mehr. 8. Und DS 2. Mhm. Ja, ich dacker damit da drauf. Ja. Ich zähle Würfel. Ja. Mach schon die beiden Fusionsblaster eben zuerst. Okay. Auf die 4. Mhm. Auf die 2. Auf die 2. 4 plus Cover Save. Ja, Save. Kannst du jetzt Würfel zählen? Brauche ich nicht mehr, habe ich schon. Ja, guck. Warum hast du so große Hände? Einen, boah! Darf ich wiederholen? Warum? Weil das Ding Einsen mich wiederholen lässt. Was? Das Reflektor-Ding-Schild? Ja. Darauf darf ich Einsen wiederholen. Kranke Scheiße. Leider geil. War trotzdem leider gar nicht so geil. Ja, auf die 2. Das sind? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 3er Rüster. Komm schon! I. 2 Stück. War noch meine 10 Schuss von den Feuerkriegern? Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. 4. Ach so, Moment. Ja, was habe ich gemacht? Ja, nee, zu spät. Ich hätte noch Flicker jumpen können. Habe ich auch nicht. Mein Fehler. Aber jetzt noch, wenn du bei dem. Nein, nein, nein. Ja, du kannst aber. Ach so, stimmt, das ist ein anderer Beschuss, ne? Aber nee, hätte ich auch vor dem Trefferwurf machen müssen. Nein, ist gut, zieh durch. Das sind... 4. Da! Noch einer. Da unten ist noch einer zuerst. Böp. Ja. Wird auf die noch geschossen? Nein. Dann Morave-Test. Safe. Und Hochleistungsraketenmagazin. Ja. Ja, gedackert, am Arsch. Hast du was erreicht? Ach stimmt, da fällt mir gerade was ein. Ich hab noch, Helden ist irgendwie nicht von dir, also ein Charaktermodell. Als, nee, nein, dann hab ich die leben noch. Ja, dann schmeiß ich hinter feindlichen Linie auch.
Mhm. Okay. Und dann habe ich immer noch einen Punkt. Boah, läuft ja richtig. Außen Ruder und rückwärts bergab. Nur nicht so, wie ich will. Alter! Zug 3. Ich habe immer noch sichere Missionsziel 1. Ich habe sichere Missionsziel 6. Da. Ich habe Blutvergießen. Eine Einheit im Nahkampf. Da, das sollen wir diese Runde doch mal hinkriegen. Nur 3, ne, 4 diese Runde, ne? 4, du hast noch 1. Ja. Ich hatte auch 4. Und Macht des Warp, eine Psykraft freisetzen. Das sollten wir doch hinkriegen. Kurzer Ella, Zug 3. Tobi war so nett und hat mich noch mein Jump-Pack-Dinger nach hinten weggedönst machen lassen. Ja. Danke, Tobi. Ja, bitte. Der Wave Serpent bewegt sich bis hier. Und da steigt jetzt was aus. Buh. Ja, immer müssen die auch mal was tun. Warum? Ja, weil die läuft doch schon ohne die. Ja, aber die haben bisher da nur so rumgeasselt. Ja, reicht doch. So, die steigen dann so bis hier maximal aus. Der Wave Serpent ist von da oben nach hier runter und da ist die Wrathguard ausgestiegen. Die Skorpionkrieger möchten sich aus der Deckung rausbewegen, das dürfen sie auch. Hallo. Boah, Respekt, ey. Ja, nützt ja nichts. Out for the kill. Die Warp Spiders möchten sich auch durch Deckung bewegen. Mit 6 Zoll dürfen auch sie das. So. Welche Missionsziel habe ich überhaupt? 1 ist da hinten. Das halte ich jetzt gerade, das ist ja schon mal praktisch. Missionsziel 6 ist da. Hier hinten. Wenn ich dort stehe, kann ich da rüber schießen. Ja. 5 brauche ich nämlich jetzt gerade nicht. Aber mag's ja. Wichtig wird nämlich. Ja, dann. Ja, dann. Na, er bewegt sich da nämlich nochmal raus. Badabing, badabum. Weil er das Gelände verlassen hat für den Jetbiker, für den Ruhm-Propheten. Passt. Die bewegen sich einfach nur noch mal ein Stück vor. Beinhart wie noch. Sie zeigen gleich, wie beinhart die sind. So. Die machen ihren Magnetisier-Up-Move. Ja. Die machen ihren Move bis nach da. Okay. Obwohl, ne. Die sind zu weit weg, um den da hinten zu chargen. Also gehen sie einfach hier rüber. Jetzt habe ich dir die alle so schön hingestellt. Ah, kriegst du eh deinen Cover. Nützt dir alles nichts. Ganze Macht nix, musst du gucken zu. Ganze Macht nix. Psychphase. Ich kriege einen. Ich habe einen. 4 insgesamt. Eine muss ich mindestens wirken bei 3. Ja, 3. Eine muss ich mindestens wirken. Ja, dann versuche ich den Psy-Sturm. Auf? Die Einheit Dafür? Auf die Ghost. Ja, Auf die Stealth, ja. Ich brauche 3. Warp Charge. Und ich krieg 3 mit Perils. Perils kann ich jetzt nichts gegen machen. 6. Ha, besteht der Morave-Test. Yay, das ist doch gut. Also es geht durch. Er verliert keinen Lebenspunkt durch Perils. Es läuft wie in einer Spielung mal die große Schablone. Da drauf. Direct Hit. Das sind 4 Stealth und der Broadside. Der Broadside ist die 4 Stealth. Lebensfluch auf dem 2. Das sind 4 gegen die Stealth und gegen den Broadside auch. Mit DS3. Okay, Broadside hat 2er. Ja. Deckung ignorieren? Nope. Okay. 2 plus Decker. So, die 3 habe ich geschafft. Mhm. Wenn ich jetzt eine 6 würfel, geht das Ding auf dich zurück. Ich muss nicht. Aber einer geht drauf. Einer geht drauf. Der? Der von vorne. Ja. Ja, ich glaube. Ich nehme den. Ja. Dann ein Niederhaltenstest für die.
Ja. Okay. In der Beschussphase macht er seinen Turbo Boost zurück zu Missionsziel Nummer 6. Genau. Und die schießen. Naja, pass auf, wir fangen mit den lustigen Sachen an. Und zwar mit dem. Hier gibt's nichts Lustiges. Der hat doch. Nee. Doch. Nee, ich spiele zu selten, dann muss ich das jetzt auch mal machen. Wo ist denn die Titankiller? Ich weiß nicht, ob die da Titankiller treffen. So, das sind. Also, der Broadside ist mein Ziel. Dann sind das hier einmal 3 Treffer gegen die Broadside-Einheit, 2 gegen die Steps. Das sind da 2-2. 2-2. Warte, wir legen das mal eben mit Würfeln, sonst wird das nichts. Also 5-4 im Moment. Das sind 5 für die und 4 für die andere. Dann sind das auch wieder 2-2. Jupp. Das sind auch 2-2. Ne, dahinter kriegst du. Gut. Gehst auf der Base drauf, also triffst du den. Also sind es 3. Für die Stealth sind es 3, ja. Okay, kommt da noch einer zu. Und der letzte. Der letzte. Da sind es 2-2. Jupp. Kommt hier jetzt noch ein Würfel dazu. Ich kann aber von den Stealths maximal die 3 erwischen. Jupp. Ja, fangen wir an für die Stealth Suits. So, Einsen sind schon mal gar nichts. Und das hier sind alles 2 bis 5. Das sind, Das sind W3 Lebenspunktverluste. Wogegen ich aber. Ja, Stärke TK, ich glaube, der DS2. Und Deckung ignorieren ist eine Flammenschablone. Das ist klar, aber ich kenne ja noch immer noch wenigstens. Deswegen ist die Frage, was jetzt DS ist. Wobsense, DS2. Okay, also 3 Tote. Also 3 Tote, genau. Dann gegen die Einheit von dem Broadside. Das sind Einsen. Das ist Glück gehabt. Und die hier alle sind W3 Lebenspunktverluste. Auch wieder mit DS2. Haben die irgendwas davon Rettungswurf? Nee. Ja, dann. Das hätten nur seine. Ja. Dann sind die Einheiten weg. Ja. Ja. Der Wave Serpent schießt auf deinen Riptide. Mhm. Erstmal die nicht synchronisierte. 3 Treffer. Die synchronisierte. 5 Treffer mit Stärke 6 auf die 4. Das sind 2 mit DS2. Und da zuerst die Drohnen getroffen werden und die einen 4er Retter haben, gehen beide Drohnen drauf. Na, immerhin. Jetzt die beiden Warps beides. Die schießen auf deine Feuerflieger. Der Exarch. Auf einer 2 plus, Twin Linked. Ja. Und die andere Warps beide auf einer 3. Yep. Stärke 6 auf die 2. DS. Nichts. DS ist nichts. Also 4 Stück, ne? Ja, 4 Stück. Der da. 2 Tote. 2 Tote, dann mit Dank. KL-Fokus rennen die Warps beides. Ne, 1 mit 6 nur. 3 mit Fleet. 3. Zurück. Die haben geschossen. Die schießen. 3 Shuriken-Pistolen. Stärke 4, also 6. Eine Wunde mit DS2. Aber noch den 5er Retter. Eine Wunde runter. Hast du alle noch? 4. Noch 4. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Shining Spears. Die Shining Spears
Die Shining Spears. Denk. Ich könnte auch einen ungeordneten Angriff ansagen. Deswegen überlege ich. Bada bing, bada boom. Nein, die Shining Spears schießen mit ihren synchronisierten Schurikenkatapulten auf die Feuerkrieger. Synchronisiert. Meh. Und auf die drei. Zwei Stück. DS5. Hm. Ich hab Glück gehabt. Ja, safe. Dann in der Nahkampfphase sagen die Shining Spears einen Angriff auf deine Feuerkrieger an. Mhm, Overwatch. Mhm. Beiden. Mhm. Achso, ich dachte, du wolltest noch mehr jetzt unseren dann. Ja, lass uns den da eben abhandeln. Also ich hab noch mehr, aber. 6 Schuss von den Feuerkriegern. Mhm. Einer. 4? Auf die 3. Ah, deswegen war ich auf 4. Ja. Nix. Und die beiden Bündelkanonen. 4, 6. 8 Schuss. Da ich einen Hansen wiederholen darf. Zum Treffen. Hm. Ist ja auch Treffen. Immer noch eine. Auf die 3. Einer. 3er safe. Nein. Ist der erste weg. Das ist ein Moped kaputt. Klatsch. Achso, warte. Du müsstest doch eigentlich für die noch Moralwert-Test machen, ne? Ich muss noch für viele Moralwert-Test machen. Dann ich muss für die Feuerkrieger Moralwert-Test machen, für die Moralwert-Test. Machen wir das am Ende der Schussphase jetzt. Riptide muss ich einen Moralwert-Test. Achso, ja. Hm. Na, für die Feuerkrieger ist für die Feuerkrieger lass jetzt. Da haben wir Overwatch abgehandelt. Ja, da habe ich aber mit dem Dings, da mache ich. Ich mache jetzt einfach für alles erstmal. Ja. Und dann ist das Thema ganz einfach vergessen. Stealth-Suits? Ja. 9 drüber, scheiße. Das heißt, die hätten kein Overwatch geben dürfen. Richtig, deswegen stellst du das Moped auch wieder hin. Die Feuerkrieger. 10 drüber, rennen auch weg. Und der Riptide. Ah, der bleibt stehen. Okay, also die Feuerkrieger, wie weit gehen die weg? Wollte ich gerade würfeln. 5. Und die Stealth? 2 und 5, 7. Okay. Das stellen wir sie jetzt in Ruhe und kommen dann wieder. Ja. Dadurch, dass sie jetzt in Deckung gegangen sind, habe ich jetzt einen 6 Zoll Charge, den ich nicht schaffe. Die schweben, die bleiben, wo sie sind. Die Skorpionkrieger wollen deinen Riptide angreifen. Overwatch. Natürlich. Synchro. Raketenschwärmersystem. Hm, schon mal einer. 2. Auf die 2. 2. Boah, Snake Eyes. Und, oh, schade, der nicht. Die Unbeschleuniger. Aber er kommt rein. Jetzt würfel ich auf eine 4+. Ja, eine Wunde. Nix gegen machen? Kann doch rüsten. Ah. 2er Rüster. 5er Retter. Ne, Retter? Feel no pain? Die Dings haben ein Dings, da die 5er Retter haben. Ja, aber du darfst Rüstungswurf oder Rettungswurf. Du darfst nicht nach. Okay. Ist nicht altes Fantasy. Ich bin immer noch in den Regeln. Ich weiß nicht warum. Ich gehe auch zuerst. Ich treffe dich auf die 3. Ja. Nice. Stärke 6. Auch wieder schon 6. Aber weißt du, glaube ich. Das sind 2 Stück mit DS2. 5er Retter. Ein Lebensbuch noch. Du darfst zurückhauen. Dreimal auf die. Ich glaub, 4. Stärke 6. 2 mit DS2. Sammeln wir sie weg. Ja. Mal kurz gucken. Ich hab Macht des Warp, Blutvergießen. Was denn? Ich muss mal eben kurz gucken. Achso. Ich habe noch 5 Modelle und ein Modell und 5 auf der Flucht. Ich habe sichere Missionsziel 1, sichere Missionsziel 6. Das heißt, das sind nochmal 3 Punkte dazu. Dann steht es 13 zu weniger. Zu 1, kannst du ruhig sagen. Ja. Ich habe wenigstens einen Punkt gemacht. Wäre jetzt Tau zu 4. Er hat noch Vormarsch, gezielte Tötung und gruseliger Jäger. Wieso hast du eigentlich Vormarsch bei ihm? Bist du optimistisch oder was? Der andere war genauso scheiße.
Ich finde das immer unfair, dass du hier die ganze Lebenszeit von unserer Community verschwendest. Die wissen ganz genau, was ich noch habe. Ich habe eh nichts geschafft bis auf eins. Ich meine doch nur gut. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Guck mal hier. Erstmal zeig dir mal sammeln, wie das geht. So geht das. Na, 7. Ja. Und da für die Stealth Suits. So geht das nicht. 10. Das ist schon mal Carsten versaut. Snack-Eis wären jetzt schön. Oder auch nicht. So, ist kaputt. Jetzt kaputt. Mal, ne? Jetzt, So. Bewegungsphase. Ja, jetzt kommt hier was richtig Geiles. Vormarsch hätte ich fast geschafft, hätte ich jetzt irgendwo noch ein drittes Ziel hier in der Nähe. Greif doch meine Wrathguard an. Kann ich mit Beschuss? Ich meine nur. Ich bin taub. Ich will wenigstens nicht getabelt werden. Guck mal, 6 diesmal habe ich auch von der richtigen Ecke gemessen. Ich besser nicht. Ja, Bewegungsphase ist glaube ich durch, ne? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ja, ich glaube wohl. Dann mit den Speeren. Fange ich an zu markern. Ja. Also können 3 den Typ nach vorne sehen, dann schieße ich 3 Schuss auf, ja. Auf die Wrathguard. Ja. Mit 2 Markerlights. Ich überlade meine Ionen. Geschleudert. Ja. Ich gebe dem 2 BF. Mhm. Und lege die 5 Zoll Schablone. Diese 5 Zoll Schablone? Diese 5 Zoll Schablone. Auf den drauf krieg ich 4. Ja, oder du legst ihn auf den vordersten, dann kriegst du zwar nur 2, aber du kriegst den Serpent. Wie stärker das Ding? 8. Ja. Dann könnte ich aber 3 kriegen, wenn ich auf der Ecke. 3 und den Wave Serpent. Ja. Wenn sich das Ding nicht bewegt. Ha, trifft. So, 3-mal deine komischen, coolen Titan-Dinger. Stärke 8 auf die 2. Einer. Mit DS. 2. Ja. Und Stärke 8, also eine 4 zum Stricken. Ja, oder auch nicht. Ja. Aber ich habe ja da als Ziel angesetzt, also gegen die synchronisierten Raketenschirmer. Ja. Up die 2. Mhm. Auf die 5. Was haben die für einen Widerstand? Entschuldigung, Widerstand 6. Das sind Elder? Nein, das sind tote Elder. Ist ja noch schlimmer, die sollten Widerstand 2 haben. Ja, haben sie nicht. Ja, trotzdem einer. Ja, 3er safe. Safe. Weißt du was? Links ist eine Schlampe. Karma. Ich darf da ruhig sagen. So, die, da kann da drauf. Schnellschüsse. Richtig, ja. Schnellfeuer auch. Ja. Sind 6, habe ich 6, gut. Nein. Ja. So, dann bewege ich mich nach hinten mit meinem Riptide. Und gehe jetzt 11 Zoll da hinten in die Ecke. Ist mir kackegal. Ist mir scheißegal. Die frisst ja mich. Elder. Zug, keine Ahnung, 4 glaube ich. 4. Ja. An Missionszielen. 3 hat man gesagt, oder wie viel war das? Ach, ich muss noch eins abschmeißen. Vormarsch verhalte ich, das kann ich immer noch schaffen. Nein, kannst du nicht. Warum? Ah doch, du hast 3 Einheiten, ja schon. Ja. Ja. Ich schmeiß den Vormarsch ab. Ja. Ich habe Blutvergießen, psychologische Kriegsführung und ich habe gemeinsamer Angriff. Wenn mindestens eine feindliche Einheit in deiner Psi-Phase, in der Schussphase oder Nahkampfphase vollständig zerstört wurde, wurden in 2 dieser Phasen, dann gibt's W3. Okay. Irgendwas kaputt machen, das kannst du. Das kriege ich hin. Das kann der Zimmer auch, der haut immer auf die Modelle drauf. Ja. Dann kann man zu Elder. Zu viel. So hochinteressant am Durchmessen war es, vielleicht brauchtest du nicht. Feuerflip? Ja, Bewegungsphase Elder sind wir dann, ne? Ja, ja. Ja, natürlich. Wollte ich nur noch mal betont haben. Ich habe ja eh nicht so viel zu tun. Böp, böp. Hallo. Xay. Die machen ihren Warp Jump. 6 plus 6 sind 12. Die steigen wieder ein. Blöp. Die kommen so groß und Mannequins in so ein kleines Fahrzeug. Ja, das, die Realismusfrage darfst du dir bei 40k nicht immer stellen. Doch. Ja, ich weiß. Aber. So, die stehen hier hinten, der war nämlich dote. Die Shining Spears. Ja, ich guck mir nur gerade deinen Depal an und meinen Depal an deswegen. Mhm. Die Shining Spears bewegen sich nach hier oben. Hallo. Du willst mir nur Vormarsch streitig machen? Ja. Ich wusste. Jetzt weiß ich auch, warum ich abgeschmissen habe. Huhu.
XA. Die bewegen sich hier vorne hin. Bewegungsphase durch. Psy-Phase. Ich kriege 3 plus 3 sind 6. Ich habe dann also 3. Ja. Boah. In der Psy-Phase. Von dem da. Ja. Wirkt er. Welche Moralwert hat der Riptide? 8. Ich sag einfach mal meinen Jugendlichen, da ich sind 8, aber ich glaube nicht, dass er eine 9er hat. Okay. Dann versuche ich erstmal mentales Duell. Ich brauche 2 Warp Charge Punkte, ich nehme 3 Würfel. Einmal darf ich neu werfen, das mache ich auch. Geht durch mit 3, ich nehme 1 Würfel, gebe ich aus, damit ich keinen Paras habe und der geht durch. Ja. 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 Geht durch. Ach, was soll ich da noch rauszögern? Ja, geht durch. Geht durch. Wir werfen jetzt beide in die 600 hier in unserem Moralwert. Welchen hast du jetzt? Das wäre wichtig. Soll ich dir das genau sagen? Ja. Wäre wichtig, ja. Riptide. Oh, das kannst du kaum sehen. Ne? Riptide. Oh, sogar 9. Sogar 9. Dann passiert nichts. Dann passiert nichts. Entschuldigung für mein Leichtsinn. Ja, nichts passiert, nichts passiert. Und dann wirke ich noch Psy-Sturm. Ich brauche 3 Würfel. Auch auf ihn. Geht nicht durch. Schade. Dann kommen wir zur Beschussphase. Die. Der Wave Serpent fängt an. Er schießt zuerst die nicht synchronisierte Schurikenkanone auf deinen Riptide. Die synchronisierte. Andersrum wäre besser gewesen. Tja, manchmal gewinnst du, ne? Manchmal verlierst du und manchmal gewinnen die anderen. Genau. Stärke 6 auf die 4. Das sind 4 Stück, 3 Stück. Ganz normal rüsten. Oh, ich sehe das schon kommen. Ja. Tada! 2 Rüste. Ja, dann. Dann die Schurikenkanone von ihm. Nee. Nee. Gut, man kann nicht immer gewinnen. Die 4 Jetbikes da unten schießen auf deinen Feuerkrieger. Auf deinen Feuerkrieger, genau. Ich brauche 3. Und Stärke 6, ich brauche 2. Das sind 5 Stück. Der ist 5. Also 4er Cover oder 4er Rüstung, eigentlich egal. Dude. Ja, genau. Ach, die sind tot da unten. Ich habe jetzt keinen Bock, da rauszufummeln. Ich reiß nur alles ab. Ja, okay. Dann, chargen. Kommen wir dann zur Nahkampfphase. Die schweben. Einfach nur ein Stück zurück. Umgefallen ist tot. Die schweben auch. Und die sagen Charge gegen deine Speer an. Dann dacke ich zurück. 5 und 5. Dürfte drin sein, ne? Das sind schon mal, ja, gestellt. Aufpralltreffer wahrscheinlich nur 2. Warum hat er eine große Base? Weil von der kleinen Base der Magnet abgegangen ist. Ich hatte die großen noch von den Vipern. Ist aber scheiße zum Stellen, oder? Ja. 2 Aufpralltreffer mit Stärke 3. Eine Runde. Der ist. Nix, Aufpralltreffer. Ja, das sicher. Ja. Da ich durch Gelände angegriffen habe, glaube ich, ist zuerst. Ich habe Ini 2. Ja, aber. Echt? Krass. Wären 5, ne? Oder ist ja da irgendwas weil. Ja, passt schon. KG hast du. Ich habe keine Ahnung. Mindestens 4. Also auf die 4. Frag mal Stärke 3 gegen Widerstand 4 auf die 5. Nichts. Ja.
So, zwei Shining Spears plus der Exarch. Treffen alle auf die 3, verwunden alle auf die 2 mit mindestens DS3. Treffen auf die 3. Verwunden auf die 2. Das sind 6 Tote. Geht nicht, sind nur 5. Ja, dann sind 5 Tote. Und einer ist doppelt. Oh, geil, Gangster. Ja, dann habe ich psychologische Kriegsführung nicht geschafft. Schmeiße ich auch ab. Ich habe Blutvergießen. Eine Einheit im Nahkampf und ich habe gemeinsamer Angriff. Und zwar eine Einheit habe ich in der Schussphase vernichtet, eine in der Nahkampfphase. Erhalte ich W3 Siegpunkte dafür. Ein, noch zwei dazu. Sind wir bei. Eine Menge zu 1? 15 zu 1, ja. Sag ich ja, eine Menge. Zu 5. Der geht flott, das sage ich dir. Oh, ich habe nur noch 1, ne? Gezielte Tötung und geduldiger Jäger. Also, ich bewege mich. Ja, du kannst dir jetzt wenigstens gezielte Tötung holen, indem du hier vorne den Exarchen wegholst. Ja, aber dafür müsste ich mich auch so bewegen, dass ich da auch vernünftig hingucken kann. Du, ist kann ich nur gegen das Gelände gucken. Ja, stimmt. Bitte? Du kannst dich auch vorwärts bewegen. Achso, ich würde vielleicht. Sehe ich. Ja. Dann in der Beschussphase. Überlade ich. Ja. Und tötest dich dabei. Ja, hast du dagegen nicht noch deinen Rettungswurf? Ja. Oder deinen Rüstungswurf? Überladen ist, was für eine DS dann? Wenn ich den normalen nehmen werde, 3. Wir gucken mal in den Codex. Normaler Rüstungswurf. Ganz normalen Rüstungswurf. Ja, und dabei killt er sich. Damit sind die Tau in ihren eigenen Spielzug getabled. Ich hab, kannst du mal sehen, ich hab eine Armee getabled. Ah! Ja. Ich renne jetzt weg, ich muss keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Mach mal einen Rest in der Postgame-Show.